Ich bin nicht nur Sternexperte, das habe ich jetzt bekommen, indem ich 200 Freundschaftssternchen gesammelt habe. Vielen Dank dafür. Bekomme ich 5000 Zoo-Dollar und 2500 Erfahrungspunkte. Auch noch. Nein, viel was Wichtigeres. Nicht das Galago, das man bekommt, wenn man 100 Diamanten mindestens einkauft. Und auch nicht hier. Was haben wir hier? Kaffenbüffel ist zurück, aber Level 81 das auch nicht. Sondern viel besser. Drei Auffüllungen. Na, ist man ja auch nicht. Denn was anderes, ich habe die 100.000 Zoo-Dollar-Marke geknackt. Oh, vielen Dank für die ganzen Sternchen hier. Und das bedeutet, was? Ich kaufe mir ein paar Bisons. Ne, das bedeutet jetzt auch nicht. Und zwar kann ich mir denn jetzt endlich die Zuchtbude zulegen. Endlich ist es soweit. Vorher ernte ich aber hier auch nochmal die ganzen anderen Sachen ab, beziehungsweise gieße hier mal 5 Pflanzen. Hole natürlich mein Geld hier ab bei der Kasse und das ganze andere Zeug, füttere Tierchen und dann bin ich richtig, richtig gespannt, wie es denn ist, die Zuchtbude. Natürlich irgendwie episch, muss man sagen, für mich nicht unbedingt gut, wenn ich jetzt die Zuchtbude hätte und so, und jetzt wäre die, oder jetzt wäre dann irgendwas bei der Zuchtbude noch. So, jetzt hast du die Zuchtbude, für nur 50.000 kannst du ein Tier züchten. Das wäre natürlich jetzt wieder der Wahnsinn. Aber ich weiß gar nicht, was mich da jetzt wirklich genau erwartet. Ich bin selbst gespannt, muss ich sagen. So, meine ganzen Hasen, die dürfen sich auch freuen. Vielleicht sind das die ersten, die ich züchte. Was weiß ich, man wird sehen. Okay, gut. So, 200 DB habe ich bekommen hier für füttere 10 Tiere, Pflege 10 Tiere und was weiß ich. Alles hier mit den ganzen Tierchen hier. Leere drei Mülleimer. Also hier ein Mülleimerchen muss ich auch noch leeren. Ist hier irgendwo noch einer? Irgendwo wird schon einer sein hier. Hoffentlich. Nicht. Dann nicht. So, die Schweinchen, die machen einen tollen Sound, aber sonst habe ich den Sound generell bei Frisur nie an. Bin ich nicht so der Fan von. Weil die anderen Tierchen, weiß ich nicht. Ich meine, den Sound von den Schweinen finde ich gut. So. Aber da habe ich ja jetzt nicht gerade einen Mülleimer geleert. Ja, habe ich 50. Wo ganze 50 EP erhalten dafür. Das ist ja der Wahnsinn, diese kleine Mini-Quest hier. Also wirklich, die lohnt sich bis zum geht nicht mehr. Wie viele EP will mir noch? Halleluja. 15.711 EP fehlen mir noch. Auf Level 15. Okay, gut. Dann hier Schäfchen und da hinten ist auch noch was. Und natürlich ein Pfau, dass ich den hier nicht übersehe. Ach, und hier auch noch. Ich muss hier die Hecke, die wo Schnee oben ist, hier gießen. Dass der Schnee weggeht anscheinend. Okay, gut, ich weiß auch nicht. So, hier hätte ich auch noch ganz andere Sachen. Wahnsinn, vielen Dank. Ich glaube, das ist mir geschenkt bekommen teilweise. Aber jetzt zu dem, was der Sinn ist. Und zwar, wo ist der Shop? Hier ist der Shop. Zur atemberaubenden Zuchtbude. Wo finde ich die überhaupt? Unter Blumen und Gräser wohl weniger, würde ich mal so behaupten. Gebäude, hier ist es. Zuchtzentrum. Damit kannst du Tierbabys bekommen lassen. Damit kannst du deine Tierbabys bekommen lassen. Das ist auch ein tolles Aus. Sie sind besonders beliebt bei dem Suchen. So, kaufen 100.000 rausgehauen. Ich habe sie endlich. Ich konnte sie jetzt wieder verkaufen. Für ein bisschen weniger mache ich natürlich nicht. Ich hätte meine Verwaltungsgebäude verkaufen können. Das hätte mir auch nochmal viel gebracht, wahrscheinlich. Aber jetzt stelle ich sie auf, die kleine Zuchtbude hier. Ganz mini hier, Wahnsinn. Wo hau ich sie denn hin? Ich würde es am liebsten hier hinschmeißen. Aber da habe ich ein. Ach, mach mal es hier hin. Ist noch ein Mini-Weg hier dahin. Da kann ich es hinplatzieren. Zack. Oh, jetzt braucht ihr wieder 15.000 Jahre, bis sie fertig ist. Die braucht jetzt einen Tag. Oh Mann. Bau fertigstellen. 48 kostet das und sonst muss ich einen Tag warten, oder? Oh, das ist echt gemein. Das ist wirklich gemein. Jetzt habe ich mir wirklich gedacht, jetzt habe ich heute schon die Zuchtbude. Das wäre wirklich gemein. Jetzt mache ich eins, weil das wäre wieder gemein, dass ihr wieder ein Part warten müsst. Mache ich jetzt so, dass ich jetzt hier einmal das Video beende und dann zusammenschneide und dann weiter drehe. Ja. Wenn die Zuchtbude fertig ist. Und das in einem Tag und 23 Stunden anscheinend. Von da kommt das nächste Video dann in 2 Tagen rund. Also wenn ihr seht, dann ist es ja schon da. Das ist jetzt blöd gesagt irgendwie. Aber na gut, okay. Ja, das mit die 2 Tage habe ich nicht ganz einhalten können. Ja, jetzt haben wir
Dienstag. Aber nächste Woche Dienstag, also nicht im vergangenen Wochen Dienstag. Schön wäre es gewesen. So, was haben wir hier? Also, aber wenigstens die Zugbude jetzt hundertprozentig fertig. Und ich habe sie zu 100%. Liebe Spieler, der Server ist, was weiß ich, kann scheinen kurz nicht erreichbar. Okay, wow, unglaublich viele Helfen. Und Mega Game Freak 57. Okay, geil, das ist auch kein schlechter Name. Das bin nicht ich, wenn sich jetzt das wer denkt. Level 1 möchte Freundschaftsanfrage, nehme ich natürlich an. Okay, gut. Ich werde mir nicht selber eine Freundschaftsanfrage schicken. Also, okay, so. Wo ist denn die Zugbude? Hier ist die Zugbude. Ich könnte natürlich alles andere jetzt ja auch abernten. Mache ich aber natürlich nicht, weil jetzt bin ich unbedingt, jetzt will ich mal hier in die Zugbude rein. Oder? Nee, das mache ich das letzte Mal. Nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Das wäre jetzt gemein, ne? Also, was mache ich jetzt? Tiere zum Züchten auswählen. Okay, ich kann hier Schafe züchten, ich kann Hase züchten, ich kann nochmal Schafe züchten, Schwein und aber leider kein Zebra hier. Habe ich nicht. Habe ich das Tierchen nicht oder kann ich nicht züchten? Wie dem auch sei, ich habe so viele Hasen, deswegen fangen wir mit Schaf an. Okay, wie viel kostet denn das Zucht? Zuchtdauer dauert anscheinend hier, sind es 2 Stunden. Zuchtkosten 350. Zucht starten. Möchtest du versuchen, ein Babyschaf zu züchten? Für 350 von den. Ah, versuchen. Ich hoffe, das wird hier was rauskommen hier. 350 zu oder Zucht wurde gestartet. Du kannst die Zuchtchance nur noch durch Gehegeobjekte und Fruchtbarkeitsfutter erhöhen. Klingt großartig. Zuchtchance 35% nur. Warte, da haben wir gleich eine zweite Zucht rein. Und zwar das Schäfchen. Kostet hier nur 100. Von daher bitte sehr rein damit. Die Zucht wurde gestartet. Du kannst die Zuchtchance. Habe ich gerade gelesen. Lesen wir es nochmal. Und Schwein. Dauert 4 Stunden. Känguru 6. Ziege 4. Nase 1. Ja, holen wir. Oh, das Schildkröte ist auch gut. Ich hau eine Schildkröte hier rein. 3200 ich auch. Ich hau doch keine Schildkröte rein. Hier, eine Ziege. 1000. Ne, 500. Das ist mir wert. Das ist mir wert. Boah, da habe ich nur Zug schon so 25%. Hase bei wenigstens 50%. Okay, also ich kann jetzt hier Fruchtbarkeitsfutter geben. Oh, das kostet ein Diamant. Mag ich nicht. Eine Behausung bauen. Was? Ah, okay. Ah, oh, deshalb Level 19 hier. Dann hilft mir die Behausung recht wenig. Ah, Level 14. Scharf. 35%. Besonders beliebt bei Senioren. Hase beliebt. Ach, der ist beliebt bei Frauen und die Ziege. Bei Kinder. Okay. Das kann ich hier noch tun. Hase. Zuchtzentrum auf Stufe 2 verbessern. Ah, das kostet hier wieder was. Wasserstelle. Aber Level 17. Blöd. Ich hau jetzt hier für einen Diamant mal sowas rein. So. Ich habe jetzt hier Fruchtbarkeitsfutter gegeben. Ich hoffe, das hilft was. Oder auch nicht. Ja, okay. Also ich bin da gespannt, was da rauskommen wird. Ich bin wirklich gespannt. Also, pff, wenn da wieder rauskommen wird, ich bin gespannt. Und jetzt mache ich es allerdings auch wieder so, dass ich jetzt hier wieder Cut mache an der Stelle. Aber eins kann ich euch sagen. Das Video kommt dann nicht erst wirklich in 5 Wochen oder so. Das kommt jetzt dann wirklich. Gleich, also einigermaßen gleich. Mal schauen hier einmal. Jetzt kann ich immerhin. Oh, ich habe unglaublich hier viel. Könnte ich alles hier abwenden. Mache ich aber jetzt hier so nicht. Mache ich jetzt hier mal so. Okay, gleich. Ist es soweit. Die Zucht fertig. In einer Stunde für mich, für euch in 2 Sekunden. Und was ist daraus geworden? Die Zucht war erfolgreich. Ich bekomme dafür ganze 52 EP. Ich bin hin und weg. Aber immerhin erfolgreich. Was bringt mir das jetzt genau? Ich habe keine Ahnung. Kannst du morgen wieder züchten, okay? Also da kann ich anscheinend nicht zweimal hintereinander züchten. Schafe, Ziegen. Würde noch ein bisschen brauchen. Ja, gut, jetzt habe ich gezüchtet. Ah, ist das das Hasenbaby hier? Okay, wenn ich es hier platziere, es ist deutlich kleiner. Das können wir großartig erkennen. Ein bisschen mehr zoomen. Oh, das wird gar nicht verpixelt, das sieht halbwegs normal aus. Hier ist es, das Hasenbaby. Ja. Monster Black, okay, gut. Scheint recht zufrieden zu sein. Könnte ich das Hasenbaby jetzt noch weiter züchten? Das hätte natürlich ein bisschen Style. Männchenhasenbaby wird erwachsen in 6 Tagen und 23 Stunden. Boah, das geht aber ganz schnell hier. Wahnsinn.
Was wäre, wenn sie mich hier weiterzüchten können? Ne, kenne ich natürlich nicht. Das wäre absurd, einen Babyhasen noch weiterzüchten, wäre komisch. Aber nun gut, okay, also so ist es also hier mit der Zucht. So läuft das also ab und das bringt dann einigermaßen neue Besucher natürlich, weil solche Babytierchen, die sind natürlich auch bei den Besuchern dementsprechend natürlich auch wieder beliebt. Und die Besucher, die bringen Geld mit, bis ich die 100.000 für die Zuchtstation wieder herinnen habe. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, aber jetzt habe ich es mal und da bin ich richtig, richtig froh, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ein großartiges Feature. Nur, ja, man kann ja noch einiges kaufen, wie man hier gesehen hat. Also man kann auch einiges dann weiter hier kaufen, aber brauche ich eine gewisse Wasserstelle. Wasserstelle, Grasland, Behausung, Grasland und alles weiter und so fort. Aber da habe ich eben aktuell leider noch nicht das benötigte Level dazu. Man kann sich sofort freischalten für Diamanten. Mache ich aber natürlich. Das natürlich mache ich eben hier nicht. Hier gibt es noch viele andere tolle Sachen zu entdecken. Also langweilig wird uns hier sicherlich nicht immer für so. Okay, gut, das ist ja also die Zuchtbude. Da werde ich in nächster Zeit natürlich definitiv auch viel weiterhin machen. Ich bin sehr optimistisch. Finde ich großartig. Preis finde ich etwas übertrieben, aber sonst supi. Gut, habt ihr denn auch schon die Zuchtzentrum, wie es ja genau heißt? Wie findet ihr es? Schreibt es gerne in die Kommentare und damit bis zum nächsten Let's Play.